Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen bei Appengartens und Shepherds. Heute geht es um den Palmfarn. Erstmal was Allgemeines dazu. Das ist eine sehr alte Pflanzengruppe. Sie gehört neben den echten Farn, den Schachtelhalmen, den Bärlappengewächsen und den Moosen zu den ältesten Pflanzen. Sie ist erstmalig aufgetreten im Unterperm also ist erstmalig im Unterperm aufgetreten im Jahr 299 und 270 Millionen Jahren vor heute. Der jetzige gesonderte Standort lässt sich halt darauf zurückführen, dass die Kontinente auseinandergedriftet sind und die Palmfarne waren früher sogar in weiten Teilen Europas vorhanden, zum Beispiel auch in Deutschland vertreten. Auch in der Arktis konnten sie nachgewiesen werden. Heutzutage findet man sie vorrangig noch in den Tropen und in den Subtropen, wie zum Beispiel Madagaskar, Ostafrika oder Südostasien. Und das Aussehen der Palmfarne lässt sich auf den Namen zurückführen, sind trotzdem keine echten Palmen, sondern es ist ein stammbildender Farn. Die Laubblätter sind immer grün und einfach gefiedert. Ausnahme ist hierbei die Cyca debaoensis und die Cyca multipinnata. Sie sind Samenpflanzen, gehören zu den Nacktsamern, wie zum Beispiel auch der Ginkgo oder Nadelgehölze. Das heißt, sie haben eine Samenanlage, die nicht von Fruchtblättern eingehüllt sind. Alle Baumfarne sind getrennt geschlechtlich. Das heißt, männliche Samenstände bilden, also männliche Palmfarne bilden Kolben- bis zapfenartige Sporenstände und weibliche Palmfarne tragen Geschlechtsorgane unter oder auf den Blättern. Sie gehören, also sie werden eingeteilt in drei Gattungen. Einmal die Cycadeacea und die Strangeriacea und die Zamiacea. Die bekanntesten sind aber die Sago-Palmarten, also die Cycas, wie jetzt das auch, also unser Cyca revoluta. Diese umfassen ca. 100 Arten und der bedeutendste, also die bedeutendste Art ist halt die Cyca revoluta, also der japanische Palmfarn. Der Standort sollte sehr durchlässig und humusreiches Substrat enthalten, Pflanzerde mit zum Beispiel Sand, Tongranulat oder Lavakruz-Gemisch reicht aus. Von einem stärkeren Rückschnitt sollte abgeraten werden, denn sie treiben am kahlen Stamm nur noch sehr schlecht aus. Die unteren abgestorbenen Blätter kann man aber wegschneiden. Sie sollten immer durchdringend gegossen werden und anschließend sollte der Wurzelballen aber komplett abgetrocknet werden. Also der sollte komplett abtrocknen, bevor man wieder gießt. Wichtig ist auch die Beleuchtung. Sie sollte von allen Seiten kommen, da sich sonst die Krone einseitig zur Lichtquelle ausrichten kann. Umtopfen, wenn man halt sie im Topf kultiviert, sollte man, wenn sich die Wurzeln unten zum Beispiel durch den Topf rauskommen oder die Pflanze von den Wurzeln hochgedrückt wird. Das ist ungefähr so alle 3 bis 4 Jahre im Februar oder März. Kurzzeitig vertragen die Palmfarne auch Frost von minus 5 Grad und die Überwinterung sollte 5 bis 10 Grad und hell sein. In der Zeit sollte man sie auch wenig düngen und sparsam gießen. Zur Vermehrung kann ich sagen, dass die Aussaat sehr schwierig ist. Bei der Aussaat braucht man eine konstante Temperatur von 30 bis 35 Grad und eine konstante Luftfeuchte von 80% ist zwingend notwendig. Das heißt eher was für Experten und nicht so für Hobbygärtner, sei denn man kann das gewährleisten. Außerdem kann es bis zu 3 Monate dauern, bis sie keimen, was ja auch eine längere Zeit ist. Zu den Krankheiten und Schädlingen kann man sagen, dass vor allem im Winterquartier Schmierläuse, Schildläuse, Blattläuse, Wollläuse und auch Spinnmilben auftreten. Außerdem sollte man darauf achten, dass die Luft nicht zu sehr trocken ist, weil dann die Fiederblätter braun werden können. Und bei einer Gelbfärbung der Blätter kann es sein, dass sie entweder überdüngt oder unterdüngt ist, also Nährstoffmangel hat, oder dass sie oft mit kalkhaltigem Wasser gegossen wurde. Jetzt nochmal zur Cyca revoluta. Sie kommt ursprünglich aus Japan und aus dem südostasiatischen Raum, asiatischen Raum. Sie gedeihen im ersten Jahr langsam und später entwickelt sich dann erst der Stamm. Etwa alle 1 bis 2 Jahre wächst dann auch ein neuer Blattkranz. Wir hatten bei diesem Exemplar Glück, da ist jetzt dieses Jahr der Blattkranz gewachsen. Am Naturstandort kann sie bis zu 3 Meter groß werden
und im Kübel ungefähr 2 Meter. Was auch noch wichtig ist, dass alle Teile dieser Pflanze giftig sind. Außerdem hat sie große gefiederte Wedel, die tiefgrün bis ledrig sind, und ledrig sind und 50 cm bis 2 Meter lang werden können. Am Anfang sind die Blätter wie bei normalen Farnen auch eingerollt und die Blüten entwickeln sich ab Mai. Da wird durch den Wind oder die Insekten, findet dort die Bestäubung statt und die Früchte kommen dann von September bis Oktober, also da sind sie dann reif und sie sind dann leuchtend orange bis rot. Außerdem braucht die Cyca revoluta einen warmen und hellen Standort ohne Zugluft und einen pH-Wert der Erde von 6 und eine sandige, durchlässige Erde und man sollte sie alle 2 Wochen lang düngen. Das war's jetzt auch schon zu der Cyca revoluta oder allgemein zu dem Palmfarn. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst den Daumen nach oben da. Wenn ihr Fragen habt, schreibt ruhig was in die Kommentare. Und ja, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, um das nächste Video nicht zu verpassen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüssi!